und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Video. Ich bin selbst vor knapp zwei Jahren in die Schweiz ausgewandert und möchte euch in diesem Video einerseits von meinen persönlichen Erfahrungen berichten und andererseits möchte ich euch hilfreiche Tipps und Tricks geben, wie ihr eure Auswanderung erfolgreich gestaltet. Ich hatte die Schweiz eigentlich gar nicht auf dem Schirm, habe dann ein Jobangebot aus der Schweiz erhalten und mich dann, wie man das so macht, das ganze Wochenende über die Schweiz informiert, über Besonderheiten, habe eben solche YouTube-Videos angeschaut und dann musste alles sehr schnell gehen. Das war doch ein erheblicher Aufwand, den ich damals leicht unterschätzt hatte. Es hat alles geklappt, aber dafür ist auch dieses Video für euch da, um das Ganze ein bisschen strukturierter und organisierter zu gestalten. Im Folgenden werde ich euch also 12 nützliche Tipps und Tricks geben, wie ihr eure Auswanderung erfolgreich gestaltet. Dann mal viel Spaß! Genau, ich selbst kann leider gar nicht so viel über die Jobsuche sagen, weil ich mich, wie gesagt, eigentlich in Deutschland beworben hatte, dann ein Angebot erhalten habe. Grundsätzlich würde ich aber LinkedIn empfehlen für die Jobsuche. Da findet man wirklich sehr gute Stellen, die dann wirklich auch vakant sind, also ausgeschrieben sind. Und ansonsten würde ich mich da einfach auf die Unternehmenswebseiten beziehen oder mit Google durch Google suchen. Bei mir war auch ein großer Punkt das Gehalt. Man hört ja viel aus der Schweiz. Hier in der Schweiz verdient man mehr. Ich konnte das Ganze aber gar nicht so wirklich einschätzen. Dann habe ich mich eben bei Glassdoor über mein Unternehmen informiert. Und ich muss ehrlich sein, als ich die Zahlen dort gesehen habe, dann war das für mich noch so, ja, das kann eigentlich nicht stimmen. Was ich euch nur als meine Empfehlung mitgeben kann, die Zahlen haben tatsächlich gestimmt, die dort bei Glassdoor angegeben wurden. Es liegt wirklich in der Range. Das heißt, darauf ist auch Verlass, lasst euch also nicht verunsichern, man verdient hier mehr und das hat aber auch zur Folge, dass eben die Lebensunterhaltungskosten höher sind und man dadurch eben auch mehr Gehalt im Monat zur Verfügung braucht. Nach dem Punkt Job und Gehalt möchte ich deswegen eben auch nochmal auf die Steuern eingehen und euch dazu ein bisschen was erklären. In der Schweiz gibt es ein föderales Steuersystem. Das bedeutet, dass die Steuern von Kanton zu Kanton unterschiedlich sind. Der Kanton Schwyz hat zum Beispiel andere Steuersätze als jetzt der Kanton Zürich. Grundsätzlich sind die Steuern aber niedriger als im Vergleich zu Deutschland, was eben auch das höhere Gehalt ausmacht. Man hat einfach mehr von seinem Bruttolohn netto im Monat oder im Jahr zur Verfügung. Und wenn man eben als deutscher Staatsbürger in die Schweiz zieht, sollte man eben auch die Besonderheiten des Schweizer Steuersystems beachten. Hier in der Schweiz haben wir dann ein dreiteiliges Steuersystem und das umfasst Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuern. Hier im Vergleich hat Deutschland ein progressives Steuersystem. Das bedeutet, dass der Steuersatz je nach der Höhe des Einkommens steigt. Umso mehr ich verdiene, umso höher wird auch der Steuersatz. Wohingegen es eben in der Schweiz einheitlich ist, aber von Kanton zu Kanton sich unterscheiden kann. Aktuell liegt der Wechselkurs bei einem Franken zu 1,01 €. Also es ist fast 1:1 identisch. Und daher können wir die folgenden Annahmen treffen, um das Ganze zu veranschaulichen. Wir haben eine 29 Jahre alte Frau mit einem Jahresbruttoverdienst von 80.000 Euro in Deutschland oder eben 80.000 Schweizer Franken in der Schweiz. Und nein, das ist nicht mein Verdienst, das dient nur zur Veranschaulichung. Um die Unterschiede zu berechnen, brauchen wir weitere Eigenschaften und diese sind: Sie hat keine Kinder, sie ist nicht verheiratet, daher fällt sie in Deutschland in die Lohnsteuerklasse 1, sie ist nicht in der Kirche, gesetzlich versichert und in Deutschland lebt sie in Baden-Württemberg und in der Schweiz im Kanton Zürich. Was hat sie also im Monat netto in Deutschland, aber auch in der Schweiz zur Verfügung? Fangen wir mit Deutschland an und dafür öffnen wir den Brutto-Netto-Rechner für Deutschland. Da haben wir auch schon hier meine Lieblingsseite. Und jetzt sehen wir auch schon die Eingabemaske, das heißt, wir geben hier mal die 80.000 Euro ein, die wir gerechnet haben pro Jahr. Für die Lohnsteuerklasse 1, wir sind nicht in der Kirche, wir wohnen in Baden-Württemberg, wir sind 29 Jahre alt und wir sind gesetzlich versichert.
Dann berechnen wir das Ganze. Und bevor wir uns das im Detail anschauen, scrollen wir kurz runter, weil hier sehen wir, dass in Deutschland gibt es einen Steuerfreibetrag, hier der Grundfreibetrag, und der liegt aktuell bei 10.908 Euro. Das heißt, man hätte ein zu versteuerndes Einkommen von rund 69.000 Euro. Wenn wir jetzt wieder hochscrollen, dann sehen wir, dass wir bei diesem Einkommen den Spitzensteuersatz zahlen müssten von 42%, da wir jetzt in unserem Beispiel ein Einkommen hätten, das höher als 62.810 Euro pro Jahr ist. Und nach Abzug der Steuern und auch der Sozialabgaben hätten wir jetzt hier ein Einkommen von ungefähr 50.000 Euro netto pro Jahr. Wenn wir uns das Ganze pro Monat anschauen, dann hätten wir ein Nettoeinkommen von ungefähr 4.000 Euro netto pro Monat. Und damit kann man in Deutschland auf jeden Fall sehr gut leben. Aber 80.000 Euro brutto im Jahr ist auch wirklich ein sehr, sehr gutes Gehalt in Deutschland, weil das Durchschnittsgehalt betrug laut dem Statistischen Bundesamt im Jahr 2022, und dafür öffne ich diese Seite, 27.416 Euro für ledige Arbeitnehmer ohne Kinder. Wir sind, wenn wir das mit den 80.000 brutto pro Jahr oder eben den ungefähr 50.000 Euro netto, was dann rauskommt, vergleichen, immer noch 61% über dem Durchschnittsgehalt, was sehr viel ist. Um das Ganze nun vergleichbar zu machen, brauchen wir natürlich noch die andere Seite, und zwar die Schweiz. Dafür öffnen wir mal Lohncomputer, das ist der Brutto-Netto-Rechner, ähnlich wie in Deutschland, nur für die Schweiz. Das Ganze machen wir jetzt. Und in der Schweiz zum Beispiel gibt es keine Freibeträge, aber es gibt Abzüge, die das zu versteuernde Einkommen senken. So, wenn wir jetzt hier sind, dann geben wir hier mal die 6.666 Schweizer Franken ein pro Monat. Das sind einfach die 80.000 Schweizer Franken geteilt durch 12, sodass wir hier den monatlichen Wert haben. Dann sind wir wieder 29 Jahre alt, wir sind nicht in der Kirche, wir sind ledig, haben keine Kinder und wohnen im Kanton Zürich. Und jetzt berechnen wir mal den Lohn. Wir haben jetzt dieselben Annahmen, und was wir hier sehen ist, dass wir statt die 4.000 Euro netto pro Monat nun 5.255 oder 56 Schweizer Franken pro Monat haben. Wir können das Ganze auch umrechnen lassen, in Euro zum Beispiel. Das wären jetzt hier, ich weiß nicht, auf welchen Wechselkurs sich Lohncomputer bezieht, 5.332 Euro. Wenn wir hier mal runterscrollen, dann sehen wir, dass die Summe der Abzüge statt den 42% in Deutschland nur ungefähr 21% sind. Und hier inkludiert ist zum Beispiel die Abgaben für die Alters- und Hinterlassenenversicherung, also Säule 1a, die Arbeitslosenversicherung, die Pensionskasse und auch die Quellensteuer. Zu beachten ist aber in der Schweiz, dass die Krankenversicherung noch vom Bruttolohn abgezogen werden muss. Und das kann sich natürlich je nach Krankenkasse und Versicherungsleistung, die man wählt, unterscheiden. In meinem Beispiel, ich habe mir jetzt das Modell ausgesucht, wo ich zu jedem Arzt gehen kann. Ich bin da bei der Sanitas, da kommen wir später im Verlauf des Videos nochmal drauf. Und ich zahle so ungefähr 412 Euro, was ich dann von meinem Nettolohn einfach, wenn ich mein Gehalt bekomme, nochmal abziehe. Wenn wir jetzt das Ganze mal Revue passieren lassen, dann haben wir in Deutschland mit einem Bruttojahreseinkommen von 80.000 Euro netto im Schnitt pro Jahr ca. 50.000 Euro und pro Monat ca. 4.000 Euro bei einem Durchschnittseinkommen von 49.200 Euro brutto pro Jahr. Mit demselben Gehalt in der Schweiz in Schweizer Franken hätten wir hier pro Jahr ca. 63.000 Schweizer Franken und pro Monat ca. 5.300 bei einem durchschnittlichen Einkommen von 80.000 Euro brutto im Jahr. Ergo, wir hätten 11.500 Euro oder Schweizer Franken netto mehr, wenn wir in der Schweiz wohnen. Man kann es natürlich nicht eins zu eins vergleichen, weil man immer sagen muss, dass natürlich auch die Lebensunterhaltungskosten hier in der Schweiz viel teurer sind. Gerade wenn wir an Nahrungsmittel denken, was Wohnung angeht oder auch wenn man in den Ausgang geht. Potenziell würde ich aber bestätigen, dass man einfach eine höhere Lebensqualität hat. Das heißt, man kann sich mehr leisten. Gerade wenn wir jetzt zum Beispiel Finanzierung und Investitionen anschauen. Wenn ich in einen ETF investiere, der kostet hier genauso viel, wie wenn ich in Deutschland investieren würde. Ich habe aber einfach mehr Geld zur Verfügung. Und das Gleiche gilt auch, wenn man Urlaube macht. Es gibt eigentlich fast kein Land, das teurer ist. Es gibt Ausnahmen, klar. Aber in jedes Land, in das man reist, hat man einfach mehr Geld zur Verfügung und muss nicht auf jeden Cent achten.
So, nachdem wir jetzt viel über Job, Gehalt und vorrangsweise Steuern gehört haben, beschäftigt sich Punkt Nummer 2 mit dem Schweizer Krankenversicherungssystem. Und hier stellt sich erst einmal die Frage, was ist denn überhaupt das Schweizer Krankenversicherungssystem und was macht es aus? Die Schweizer Krankenversicherung ist eine obligatorische Versicherung, die jeder Bürger abschließen muss. Und hier im Vergleich, in Deutschland haben wir eine gesetzliche Krankenversicherung, wir haben eine private Krankenversicherung, hier existiert nur die obligatorische Krankenversicherung. Und diese Krankenversicherungen werden von privaten Versicherungsunternehmen angeboten, die aber natürlich gewisse Regelungen und Vorgaben des Staates erfüllen müssen. Wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal als Unterschied zu Deutschland anschauen, dann beruht die Schweizer Krankenversicherung auf dem Prinzip der Solidarität. Das bedeutet, dass alle Bürger unabhängig von Alter, Geschlecht oder auch Gesundheitszustand den gleichen Beitrag monatlich bezahlen oder eben jährlich. Und die Höhe dieses Beitrags, die richtet sich nach, je nachdem, wo man wohnt oder eben welches Versicherungsmodell man wählt. Da gibt es hier in der Schweiz nämlich 4 verschiedene Modelle, auf die kommen wir später nochmal zu sprechen. Zudem gibt es hier in der Schweiz, anders als in Deutschland, eine Franchise. Bitte in die Kommentare packen, wie man das richtig ausspricht, da hadere ich nämlich jedes Mal. Die besagt, dass wenn ich jetzt zu einem Arzt gehen würde, ja, das ist eigentlich eine Selbstbeteiligung, dann muss ich erstmal selbst einen Betrag bezahlen, bevor die Krankenversicherung greift. Und hier kann man, ich glaube, der Minimalwert, den man jährlich angeben muss, sind 300 Franken und der Maximalwert sind 2500 Franken. Hier werde ich, glaube ich, nochmal ein extra Video dazu machen, wie meine persönlichen Erfahrungen waren, weil ich natürlich dachte, ich bin besonders schlau, wenn ich die 2500 Franken auswähle, weil ich ja in Deutschland nochmal bei jedem Arzt war. Das würde ich auch jedem empfehlen. Nochmal, solange ihr in Deutschland versichert seid, klappert nochmal alle Ärzte ab, geht zu eurem Frauenarzt, geht zum Hausarzt, geht zum HNO-Arzt und lasst einfach nochmal alles checken, bevor ihr dann hier in die Schweiz kommt. Und wie gesagt, da war mein Gedankengang, dass ich die 2500er Franchise nehme, hat sich dann nicht so ideal ergeben, weil ich dann doch zu Ärzten musste und die 2500 Franken komplett selbst tragen musste. Für dieses Jahr habe ich mich jetzt für eine Franchise von 300 Franken entschieden. Da ist dann zu beachten, dass je niedriger man die Franchise wählt oder Franchise, wie auch immer, dass natürlich der monatliche Beitrag dann auch steigt. Genau, eine weitere Besonderheit ist eben dieses Versicherungsmodell, dass man 4 verschiedene Optionen zur Auswahl hat. Das heißt, die Bürger haben eigentlich ihre freie Wahl, zu welchem Arzt sie gehen oder welches Krankenhaus sie besuchen. Das ist in Deutschland ja auch nicht immer der Fall, gerade wenn man gesetzlich versichert ist. Genau, und die 4 verschiedenen Möglichkeiten, wie man in der Schweiz sich versichern kann, ist einmal die freie Arztwahl. Das entspricht eigentlich der privaten Krankenversicherung in Deutschland. Das heißt, ich kann einfach zu jedem Arzt gehen und brauche nicht vorher eine Überweisung. Dann gibt es das Hausarztmodell, das ist eigentlich wie bei der gesetzlichen Krankenversicherung, dass ich zuerst zu meinem Hausarzt muss, müsste mir dann eine Überweisung geben und kann dann erst zu Sonderärzten gehen, wie ein Chiropraktiker oder Dermatologen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit von einer Telemed-Beratung. Das heißt, bevor ich zu einem Arzt gehe, rufe ich auf einer Hotline an. Da sind auch geschultes Fachpersonal, also nimmt da dann ab und macht so eine Erstberatung, bevor ich dann zum Arzt gehe. Und als letzte Option gibt es noch Gruppenpraxen, zu denen ich gehen kann. Das ist dann so ähnlich wie beim Hausarztmodell, nur sind es dann besondere Praxen, zu denen ich dann als Erstanlauf eben gehen muss. Ich bin jetzt auf comparis.ch, der Schweizer Check24-Seite. Man kann es so ein bisschen vergleichen. Und hier kann man auch direkt auf Versicherung gehen und dann auf Krankenkasse. Ich gebe jetzt hier einmal mal die Postleitzahl von Zürich ein. By the way, die Postleitzahlen hier in der Schweiz sind 4-stellig anstatt 5-stellig in Deutschland. Und kann dann die Prämien vergleichen. Dann gebe ich mein Geschlecht an, weiblich. Ich gebe jetzt mein fiktives Geburtsdatum an, den 15.05.1990 und den Wohnort. Gehe dann hier runter zur Grundversicherung und kann die Daten für die Grundversicherung angeben. Und diese Themen hatten wir besprochen bereits vorher. Ich wähle jetzt mal die Gruppenpraxis ab und die telefonische Erstberatung.
als auch die freie Arztwahl, um das einfach ein bisschen vergleichbar zu machen, und wähle das Hausarztmodell. Das kennen wir auch von Deutschland aus der gesetzlichen Krankenversicherung. Wenn man hier die freie Arztwahl anwählt, dann entspricht es mehr der privaten Krankenversicherung in Deutschland. Dann kann ich die Franchise angeben. Und da ich schlechte Erfahrungen gemacht habe mit den 2500, obwohl ich bei jedem Arzt war, wähle ich jetzt mal das Niedrigste aus, also den Minimalwert, die 300, und sage, dass ich keine Unfallversicherung brauche, weil ich schon über den Arbeitgeber, das steht hier auch nochmal, mitversichert bin für die Unfallversicherung. Ich könnte jetzt hier noch weiter zu den Zusatzversicherungen. Man sieht auch schon rechts, ich bekomme direkt Angaben für potenzielle Offerten von Krankenversicherungen angezeigt. Ich habe jetzt hier noch die Wahl, Zusatzversicherungen auszuwählen. Wie gesagt, einmal vielleicht Mutterschaft, Notfälle im Ausland oder Ergänzungen an Medikamenten, Brillen, Kontaktlinsen, Psychotherapie, Zahnbehandlungen. Hier wähle ich jetzt mal nichts aus. Ich würde aber empfehlen, noch eine Versicherung abzuschließen, eine Zusatzversicherung. Ich kann nur von der Sanita sprechen. Ich habe die Medical Private. Das bedeutet einfach, dass ich zu Ärzten in Deutschland gehen kann. Und gerade bei den Ärzten, zu denen man immer geht, jetzt gerade Frauenarzt, wenn man eine Frau ist, oder eben zu vertrauten Ärzten, macht es durchaus Sinn, dann nach Deutschland zurückzufahren, weil es natürlich auch immer schwer sein kann, Arzt zu finden. Und bekomme jetzt Resultate mit eben meiner gewünschten Deckung angezeigt. Das heißt, hier wird mir jetzt hier die KPT vorgeschlagen mit einer Monatsprämie von 406 Franken, je nach Kanton oder Ort auch. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Kloten anschauen, was nicht zu Zürich mit reinzählt, könnte es auch nochmal billiger oder teurer werden. Das kommt dann auch immer drauf an. Grundsätzlich hätte ich jetzt verschiedene Optionen angezeigt und könnte mir hier auch die Details anzeigen lassen und würde dann zum Beispiel sehen, okay, Produktübersicht, was ist da mit drin? Ich könnte hier weitere Informationen einsehen und dann eben auch weiter zur Offerte gehen. Was ich daneben noch empfehlen kann, wenn ich in Google eingebe, neu in der Schweiz Comparis, findet man hier auch Umzug in die Schweiz comparis.ch, und hier findet man hilfreiche Tipps und Informationen, um, wie gesagt, entspannt in die Schweiz umzuziehen. Hier sind einmal 4 Schritte, wie man den Umzug einfacher gestaltet. Wenn ich hier weiter runter gehe, genau, gibt es Umzugplan, Umziehen in die Schweiz, noch praktisches Wissen, zum Beispiel, was sind Referenzwerte, was kostet hier eine Wohnung, welche Formalitäten benötige ich bei der Einreise, wie führe ich mein Fahrzeug ein und eben auch häufig gestellte Fragen für den Umzug in die Schweiz. Und das habe ich mir selbst alles damals durchgelesen und das kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Punkt 3 handelt über die Aufenthaltsbewilligung und was für euch als Zuzügler notwendig ist, um die Aufenthaltsbewilligung zu erhalten, auch welche Dokumente. Grundsätzlich gilt, wer sich länger als 3 Monate in der Schweiz aufhält und besonders hier auch arbeiten will, der braucht eine Aufenthaltsbewilligung, das heißt auch eine Arbeitsbewilligung. Und dabei gibt es verschiedene Arten von Aufenthaltsbewilligung. Ich persönlich habe die Aufenthaltsbewilligung B. Und die erste und wichtigste Voraussetzung, um eine Aufenthaltsbewilligung zu erhalten, ist ein gültiger Reisepass oder Personalausweis. Zusätzlich müssen Deutsche dann den Nachweis erbringen, dass sie eine Schweizer Krankenversicherung haben. Das hatten wir ja schon in Punkt 2 abgehandelt. Eine Kopie des Arbeitsvertrags ist notwendig, plus der Nachweis über ausreichend finanzielle Mittel. Und diese variieren je nach Kanton. Zur Beantragung der Aufenthaltsbewilligung kann sich an das jeweilige kantonale Migrationsamt gewandt werden oder zur zuständigen Ausländerbehörde. Die Bearbeitungsdauer der Aufenthaltsbewilligung kann variieren. Das hängt dann vom Kanton ab und welche Aufenthaltsbewilligung gefordert ist. Grundsätzlich als Empfehlung, beantragt es frühzeitig, dass ihr hier nicht in Probleme kommt. Punkt 4 handelt um die Suche nach einer geeigneten Wohnung hier in der Schweiz. Und wie bereits gesagt, musste bei mir alles sehr, sehr schnell gehen. Ich hatte da schon meine Struggles, eine Wohnung zu finden. Ich bin oftmals extra nach Zürich gefahren, die 2-3 Stunden. Habe dann natürlich versucht, verschiedene Wohnungsbesichtigungstermine an einen Tag zu legen. Einfach, dass ich morgens anreisen kann und abends wieder gehen kann. Dafür habe ich Wohnungen auf verschiedenen
Websites oder Plattformen angeschaut. Hier kann ich empfehlen Comparis nochmal, dann ImmoScout24, HomeGate, aber auch Facebook-Gruppen empfehlen sich. Oder wenn man natürlich sein persönliches Netzwerk nutzen kann und schon Kontakt in der Schweiz hat, empfiehlt es sich natürlich auch immer, dort nachzufragen. Eine weitere Idee wäre, den Arbeitgeber direkt zu fragen, ob er intern bei anderen Mitarbeitern nochmal fragen könnte, ob die was wissen. Das ist eigentlich auch immer eine gute Option, wie man an Wohnungen kommen kann. Meine Erfahrungen zur Wohnungssuche sind eigentlich durchweg positiv. Also alle Wohnungen, die ich online angeschrieben hatte, hatten auch wirklich eine Rückmeldung gegeben. Ich habe, wie gesagt, auch einige besichtigt. Und die Wohnung, in der ich jetzt bin, was auch meine finale Wohnung wurde, habe ich tatsächlich gar nicht vor meinem Einzug gesehen. Also wirklich physisch vor Ort. Da hatte ich dann einen WhatsApp-Video-Call als Besichtigung, weil ich es einfach neben meinem Vollzeitjob nicht einrichten konnte. Da die Wohnung aber 2019 frisch gebaut wurde, habe ich mir da eigentlich keine Sorgen gemacht. Der Vermieter war zwar etwas perplex, wie man die Wohnung nicht anschauen kann, aber sich darauf bewerben kann, aber das hat alles einwandfrei funktioniert. Hier möchte ich euch nur noch mal auf den Weg geben, dass als ich mich dann für die Wohnung beworben habe, natürlich verschiedene Dokumente notwendig waren. Und unter anderem musste ich meinen alten Arbeitgeber und wirklich auch die Kontaktdaten angeben, wie auch meine alte Vermieterin. Und ich dachte so, ja, da meldet sich ja wahrscheinlich sowieso keiner bei denen. Aber die neue Vermieterin oder der neue Vermieter hier hat sich tatsächlich bei beiden gemeldet, also bei beiden wirklich telefonisch gemeldet, hat hier nachgefragt, ob ich sozusagen einzugswürdig bin. Das heißt, als kleiner Tipp für euch, gebt den Personen, die ihr angebt, Bescheid, zwinker, zwinker, dass sie ein gutes Wort auch für euch einlegen und dass es hier zu keinen Komplikationen kommt. Punkt Nummer 5 handelt über Versicherungen. Weil, jetzt haben wir gerade über die Wohnung gesprochen, ich musste für die Wohnung auch eine Hausratversicherung und eine Haftpflichtversicherung abschließen und die ebenfalls dann einreichen. Es empfiehlt sich natürlich auch, wenn ihr mit einem Auto kommt, eine Autoversicherung abzuschließen. Und was ich ebenfalls sehr empfehlen kann, ist eben eine Zusatzversicherung für die Krankenkasse, weil zum Beispiel ich gehe immer noch öfters, gerade an Feiertagen oder wenn Geburtstage sind, nach Deutschland zurück und gehe da dann auch gerne zu meinen vertrauten Ärzten, bei denen ich schon mein Leben lang bin. Und da habe ich zum Beispiel bei der Sanitas die Medical Private abgeschlossen. Das gibt es auch bei anderen Krankenkassen und das kann ich sehr empfehlen. Ich hatte da bis jetzt auch keine Komplikationen, wenn ich die Rechnung, also die deutsche Rechnung, dann eingereicht habe. Das wurde alles erstattet. Eine Unfallversicherung braucht ihr nicht, insofern ihr täglich mehr oder 8 Stunden arbeitet, dann seid ihr automatisch über den Arbeitgeber versichert. Klar kommen dann noch weitere Versicherungen dazu, die empfehlenswert wären, wie vielleicht eine Berufsunfähigkeitsversicherung, aber das ist dann individuell zu entscheiden. Punkt Nummer 6 geht um das Thema Internet. Und jetzt leben wir schon im 21. Jahrhundert und man könnte ja vermuten, dass das ganze Thema Internet jetzt mal ein Ende nimmt. Wie gesagt, in Thailand im tiefsten Dschungel hat man besseres Internet als in Deutschland oder in Europa. Aber nein, dem ist leider nicht so. Ich habe die böse Erfahrung gemacht, wie gesagt, es musste alles schnell gehen, dass ich über die Grenze gefahren bin, als ich mir eben Wohnungen angeschaut hatte. Und hatte wirklich nur kurz das Internet angestellt und direkt von meinem Provider eine SMS bekommen. Es waren, glaube ich, noch nicht mal 2 Minuten, dass mein Datenvolumen jetzt erreicht ist. Habe eine schöne, dicke Zahlung bekommen. Und ich muss auch sagen, ich hatte gar nicht dran gedacht, das zu checken, ja, ob ich auch Internet in der Schweiz habe, weil es ja eben gar nicht so weit weg ist. Nichtsdestotrotz ist die Schweiz nicht in der EU und da als Tipp für euch, checkt auf jeden Fall euren Internetvertrag davor, ob die Schweiz mit euch im Tarif mit drin ist. Ich habe dann hier einen Vertrag noch aus Deutschland raus abgeschlossen bei Salt. Hier grundsätzlich, es gibt 3 große Anbieter. Das ist einmal die Swisscom, das ist so ähnlich wie die Deutsche Telekom. Dann Sunrise, der zweitgrößte Telefon- oder Internetanbieter. Und als letztes eben Salt, bei dem auch ich bin. Und hier persönlich habe ich den XXL Europe-Vertrag, weil wie gesagt, ich gehe noch oft nach Deutschland zurück. Und da ist Deutschland oder ganz Europa dann auch mit unlimitiertem Datenvolumen mit drin.
Punkt 7 dreht sich dann um das ganze Thema Bankkonto. Wir hatten ja gerade hier in der Schweiz jetzt recently einen historischen Deal. Die UBS hat die Credit Suisse aufgekauft. Sehr historischer Moment in der Geschichte der Schweiz. Ich persönlich bin da einfach zur UBS gegangen, weil ich die Bank kannte. Also man kennt die ja auch international. Bin dort da zu einer Stelle in Zürich gegangen und habe mir ein Bankkonto eröffnet. Hier habe ich dann auch nochmal erfahren, dass es ein Bankpaket für Berufseinsteiger gibt. Da sind dann die ersten 6 Monate kostenlos. Also wenn ihr Berufseinsteiger seid, fragt mal danach bei eurer Bank. Ich gehe davon aus, dass andere Banken dann auch ähnliche Pakete eventuell haben. Und dann kostet es, glaube ich, nur 4 Franken für Kontoführungsgebühren im Monat. Und als kleiner Reminder auch hier, denkt dran, dass ihr euer Bankkonto, also das neue Schweizer Bankkonto, überall hinterlegt. Das wird, also vergisst man manchmal bei so einer Auswanderung. Das heißt, wenn ihr noch irgendwo das alte Bankkonto hinterlegt habt, denkt dran, das einfach abzuändern. Und was ich auch empfehlen kann, und da habe ich erst vor einem Jahr drüber erfahren, sind die Plattformen Revolut oder Wise. Das sind, glaube ich, so Online-Banken, bei denen man sich auch ein Bankkonto erstellen kann, weil ich hatte das Problem, dass ich immer meine Schweizer Franken dann auf mein deutsches DKB-Konto überwiesen habe. Einfach auch, wenn ich im Urlaub war, mit der DKB, sehr gute Bank, ist meine deutsche Bank auch, kann man ja weltweit zum Beispiel kostenlos abheben, Geld abheben. Das heißt, gerade wenn ich im Urlaub war, habe ich da halt immer das Geld rüber überwiesen, um einfach auf Nummer sicher zu gehen. Die habe ich auch schon ewig, die Karte bei der DKB, seit 2012, glaube ich. Bin sehr zufrieden. Und auch wenn ich in Deutschland einkaufe, benutze ich dann eben lieber die DKB-Karte. Und da hatte ich dann halt immer Kosten, ja, für Wechselkursgebühren. Das ist dann alles auch sehr intransparent. Das heißt, ich kann das selber als Anwender gar nicht so sehr nachvollziehen. Und da kommt eben so Revolut oder Wise ins Spiel. Hier kann ich mir einfach für eine bestimmte Währung sozusagen ein neues Konto eröffnen. Das heißt, ich habe dann so ein Konto für, also es ist ein Konto, man hat dann nur einzelne Bereiche in der App, auch eine sehr intuitive App. Der eine Bereich ist dann eben für Schweizer Franken, wo ich einfach mein UBS-Konto hinterlegen kann. Da kann ich dann Schweizer Franken drauf transferieren und kann das Ganze dann in Echtzeit mit einem zweiten Account, der dann zum Beispiel Euro ist, kann das dann in Echtzeit tauschen und ist sehr transparent. Ich sehe dann in der App direkt, okay, 1 Schweizer Franken zu 1 Euro und 1 Cent zum Beispiel. Sehe dann auch, was ich rausbekomme, kann das wechseln und kann es dann auch direkt auf mein deutsches Bankkonto überweisen. Wohlgemerkt an Wochentagen. Aber es ist wirklich eine sehr gute Initiative. Ich glaube auch, es gibt gar keine Wechselkursgebühren. Das heißt, man zahlt auch nichts für das Geld wechseln. Und das kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Punkt Nummer 9 geht um Goodbye Deutschland. Das heißt, ich hatte ja gerade schon angemerkt, denkt dran, euer neues Bankkonto überall zu hinterlegen. Ich habe hier zwar nicht so viel zu sagen, aber denkt auch dran, alle Verträge, die ihr noch in Deutschland habt, zu kündigen. Das heißt, Stromvertrag, natürlich die Wohnung, Fitnessstudio-Verträge oder irgendwelche Abos, die ihr nicht mehr braucht. Einfach als Reminder für euch, denkt dran, schaut nochmal eure ganzen Ausgaben an oder Verträge, die ihr vielleicht habt, und ändert es dementsprechend ebenfalls ab. Und dann kommen wir auch schon zu Punkt 9, dem Umzug. Der finale Part, wirklich der Move in die Schweiz. Bei mir war das damals so, ich habe mir extra Urlaub genommen, weil ich ja mit meinen 7 Sachen, was ein ganzer Anhänger voll war, dann eben in meine neue Wohnung gefahren bin. Ich habe das zusammen eben mit meinen Eltern gemacht. Und warum habe ich mir hier Urlaub genommen? Weil denkt immer dran, der Zoll hat bestimmte Öffnungszeiten und am Wochenende oder sonntags hat er gar nicht offen. Und dadurch, dass die Schweiz eben nicht in der EU ist, muss man sein Hab und Gut erstmal aus Deutschland abmelden und dann in der Schweiz anmelden. Das heißt, wir sind dann erstmal an der Grenze eben angestanden, haben dort geparkt. Man geht dann in das kleine Häuschen rein, meldet alles beim deutschen Zoll ab und dann geht man hoch. Das war in Thayngen bei mir, ist man einfach hochgegangen und hat dann seine 7 Sachen eben angemeldet. Hier ganz wichtig, nehmt auf jeden Fall die notwendigen Formulare mit und informiert euch vorzeitig über alle notwendigen Informationen und Dokumente, die man eben für den Export und wieder den Import seiner Habseligkeiten mitführen muss.
Hier gibt es ein Formular, das 1844, Formular für Übersiedlungsgut. Das habe ich auch unten verlinkt in der Beschreibung für euch. Druckt es in zweifacher Ausfertigung aus, füllt es aus und nehmt es mit. Was ich auch noch gemacht habe, weil man sozusagen eine Liste aufführen muss, was man alles jetzt eben exportiert und importiert. Ich habe da einfach wirklich ganz lapidar auf ein Blatt Papier eben geschrieben, 8 Blumen, mein Bett, 4 Stühle. Und das war ausreichend. Ich habe da auch mein Auto aufgeführt. Da kommen wir im nächsten Punkt dazu. Aber denkt auch an das Auto. Beim Zoll kostet es dann eine kleine Gebühr. Ich glaube, ich habe 20 Franken damals bezahlt. Und denkt eben aber auch an eure Personalien, die ihr braucht, um euch auszuweisen. Auch wenn man ein bisschen Angst vom Zoll hat, bei mir hat alles einwandfrei geklappt. Und ich bin mir sicher, dass es bei euch auch alles einwandfrei klappen wird. Und wenn wir schon vom Umzug sprechen, sind wir jetzt bei Punkt 10, dem Kfz oder Auto. Weil denkt dran, dass ihr auch euer Auto beim Zoll, beim Schweizer Zoll deklarieren müsst. Dafür, ganz wichtig, braucht ihr natürlich euren Kfz-Schein und je nachdem, auf wen das Auto angemeldet ist, eben noch die Personalien des Autohalters. Und es gibt auch ein extra Formular für die Einfuhr von dem Kfz, also von dem Auto. Das verlinke ich euch ebenfalls in der Beschreibung. Im Allgemeinen kann man sein deutsches Auto auch für eine Dauer für 12 Monate mitführen in die Schweiz. Das habe ich damals auch gemacht. Das heißt, lasst euch da nicht verunsichern. Ich wurde mal beim Zoll rausgezogen. Dann hat er schön hier, nein, 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 mit dem Auto nicht. Ich wusste aber Bescheid und habe dann gesagt, ja, 12 Monate, also im 1.5.2021 bin ich in die Schweiz gezogen. Das heißt, ich kann bis zum 1.5.2022 mein deutsches Auto fahren. Denkt hier dran, wenn ihr das Auto einführt und es sozusagen anmeldet und ihr dann auch Bescheid gebt, dass ihr das nur 12 Monate fahrt in der Schweiz, dann bekommt ihr einen Zettel, denkt immer dran, den ins Auto zu legen, dass wenn ihr eben an der Grenze rausgezogen werdet, dass ihr dann eben sagen könnt, hey, hier, das ist alles abgeklärt, das Auto, der Schweizer Zoll oder die Schweizer Behörden wissen davon Bescheid und dann dürften da auch keine Probleme entstehen. Wenn man länger in der Schweiz bleiben möchte, das heißt nach einem Jahr noch sein Auto weiter benutzen will, das war bei mir nicht der Fall, weil ich dann einen Firmenwagen bekommen hatte, dann muss das Auto eben im Schweizer Kennzeichen versehen werden, muss dann eben auch dementsprechend angemeldet werden und hier können dann eben Einfuhrzölle anfallen. Da solltet ihr euch dann auch nochmal informieren. Ich glaube, wenn man das Ganze einführt, fällt auch ein anderer Steuersatz an, ja, als in Deutschland und es richtet sich, glaube ich, nach dem Gewicht des Autos. Da packe ich euch aber auch noch mal Informationen in die Beschreibung, die ihr dann nachlesen könnt. Punkt Nummer 11 passt zu Punkt Nummer 10 mit dem Auto. Um ein Auto zu fahren, brauche ich natürlich auch einen Führerschein. Und hier gilt ebenfalls grundsätzlich ähnlich wie mit dem Auto. Ich kann, wenn ich hier in der Schweiz wohne, bis zu 12 Monate meinen deutschen Führerschein behalten. Wenn ich länger als 12 Monate mich in der Schweiz befinde, hier arbeite und wohne, dann muss ich meinen deutschen Führerschein gegen einen Schweizer Führerschein tauschen. Und lasst euch nicht verunsichern, der Führerschein hier heißt Führerausweis. Ich weiß ja nicht, ich glaube als Deutsche ist das nicht so das perfekte Wort. Ich glaube, es ist nicht ganz so politisch korrekt, aber wir sind ja in der Schweiz. Das heißt, tauscht euren deutschen Führerschein gegen den Führerausweis. Hier habe ich nur die Erfahrung gemacht, denkt dran, ich weiß jetzt nicht, wie alt ihr seid. Ich hatte sowieso schon eine digitale Version. Wenn ihr jetzt, sag ich, noch einen ganz alten Führerschein habt mit einem Bild von euch, das bekommt ihr leider nicht wieder. Da hat mir der Beamte beim Rathaus leider sehr arme Stories erzählt von Leuten, wirklich Omas, die da hinkommen und dann ihr Kindheitsbild noch drin hatten, wo sie gerade 18 waren und das Ganze dann hergeben müssen. Ja, das sind ja auch Erinnerungen. Denkt einfach daran, den bekommt ihr nicht wieder oder in manchen Fällen nicht wieder. Hier gibt es auch ein Formular, wenn ihr das Ganze umtauschen wollt. Das heißt Gesuch, Umtausch für einen ausländischen Führerausweis. Und grundsätzlich dafür braucht ihr ein neues Passfoto. Das habe ich dann gemacht. Es kostet ungefähr so 12 Franken. Dann müsst ihr nochmal einen Sehtest machen. Das habe ich einfach bei VisiLab gemacht. Da kann man sich online Termine ausmachen, die dann auch dediziert für einen Augentest, für einen Führerschein vorgesehen sind. Das hat so ungefähr 20 Franken gekostet. Dann gibt es eine Identifikationsgebühr, so um die
20 Franken rum, Umtauschgebühr nochmal, die unterscheiden sich von Kanton zu Kanton. Ich glaube, bei mir waren es ungefähr so 100 Franken. Und genau, vergesst nicht, dass ihr auch den ausländischen oder den deutschen Führerschein dann im Original eben mitbringen müsst. Den kriegt ihr dann auch abgenommen. Das heißt so ungefähr, ich glaube, ich habe so 130, 140 Franken dann nochmal bezahlt, um meinen deutschen gegen den Schweizer Führerschein umzutauschen. Jetzt sind wir schon fast am Ende angelangt meines Videos mit Punkt 12, noch Wissenswertes, was ihr über die Schweiz wissen sollte, was mir aufgefallen ist. Vielen Dank schon mal fürs Zuschauen, wenn ihr immer noch da seid. Und ja, was ist mir denn aufgefallen? Also einmal, was ich ganz krass fand, ist, dass die Schweiz kein Amazon hat. Das ist hier Galaxus. Ihr könnt zwar immer noch bei Amazon bestellen und euch das auch in die Schweiz liefern lassen, denkt aber dran, da gibt es natürlich auch, also muss man auf den Zoll achten. Ich glaube, bis zu 300 € ist das Ganze frei und nicht alle Händler bei Amazon liefern in die Schweiz. Ein weiterer wichtiger und sehr interessanter Punkt ist, dass sie hier kein PayPal benutzen. Also es gibt kein PayPal. Hier wird Twint benutzt. Funktioniert genau gleich. Aber ja, ich fand es irgendwie krass. Ich benutze PayPal sehr oft. Und als letzter Punkt natürlich die Sprache. Denkt immer dran, ich dachte ja schon mit meinem badischen Dialekt, den man wahrscheinlich auch ein bisschen raushört, dass ich eigentlich nicht so viele Probleme haben sollte. Es ist aber trotzdem eine ganz andere Sprache. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wo ihr euch in der Schweiz befindet, ob es jetzt die Ostschweiz ist, die Westschweiz, die italienische Schweiz und so weiter und so fort. Ich habe nur die Erfahrung hier in Zürich gemacht, obwohl hier ja Deutsch als eigentlich erste Sprache gesprochen wird, dass der Schweizer Dialekt trotzdem nochmal was anderes ist. Meine Kollegen haben mir mitgeteilt, Isabo, versuch nicht selber Schweizerdeutsch zu sprechen. Klar, so Grüezi oder Merci, Ciao, ja, das ist alles in Ordnung, aber versucht es nicht. Das kommt aber auch immer auf die Schweizer drauf an, wie sie das dann sehen. Man sollte es aber auf jeden Fall verstehen können. Das heißt, geht raus, trefft euch mit Schweizer Kollegen, geht in den Verein, sprecht mit Schweizer Leute, einfach, dass ihr da auch einfach schnell up to date seid mit der Andershaftigkeit der Sprache. Es ist eine sehr schöne Sprache, sehr süß. Also ich mag es sehr, sehr gerne. Und ja, die Schweizer freuen sich dann auch, dass ihr da seid. So, jetzt sind wir tatsächlich schon am Ende angekommen. Ich hoffe, dass meine 12 Tipps und Tricks dir oder euch bei eurem Umzug oder eurer Auswanderung in die Schweiz weiterhelfen. Wie gesagt, es gibt noch weitere Punkte, die je nach individuellen Bedürfnissen zu beachten sind. Für mich aber persönlich waren es mal so die 12 Key Points, die man beachten sollte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da oder subscribe meinen Channel. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wirklich lieben, lieben Dank. Und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen.